Hallo, ich bin Galina und heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit drei leckeren Gerichten ein Länderabend machen kann. Wenn Sie Ihre Freunde mit leckeren Gerichten beeindrucken möchten, so finden Sie hier nun jeweils ein deutsches, ein türkisches und ein griechisches Rezept. Als deutsches Rezept können Sie zum Beispiel einen Kartoffelsalat machen. Alle Zutaten, die Sie dafür benötigen, sind hier aufgelistet. Kochen Sie Kartoffeln in einem mit Wasser gefüllten Topf so lange, dass Sie noch etwas Biss haben. Das können Sie mit einem spitzen Messer überprüfen. Nachdem die Kartoffeln abgekühlt sind, pellen Sie die Kartoffeln laut deutschem Rezept und schneiden Sie diese in kleine Stücke. Die zerkleinerten Kartoffeln geben Sie nun in eine Schüssel und fügen 250 Gramm Fleischsalat, 125 Gramm Mayonnaise und 250 Gramm Ananasstücke hinzu. Vermischen Sie alle Zutaten gut miteinander. Damit der deutsche Kartoffelsalat richtig durchziehen kann, stellen Sie ihn für 2-3 Stunden in den Kühlschrank. Fertig ist der leckere Kartoffelsalat. Als nächste kann ich Ihnen ein griechisches Rezept, Boriondi, anbieten. Dazu benötigen Sie folgende Zutaten. Zerkleinern Sie eine Zwiebel, eine Tomate und eine Knoblauchzehe. Fügen Sie noch einen Esslöffel getrocknete Peperoni hinzu und vermischen alle Zutaten miteinander in einer Auflaufform. Anschließend bröseln Sie Schafskäse über das Gemüse und würzen es mit Salz, Pfeffer und Oregano, um die griechische Würze herzustellen. Des Weiteren geben Sie noch Olivenöl darüber und lassen es bei 180 Grad im Ofen backen, so dass der Feta-Käse eine goldbraune Farbe annimmt. Fertig ist Boriondi, das griechische Gericht. Das dritte leckere Rezept, was ich Ihnen anbiete, ist türkisches Rezept Zigarrenkäse-Börek. Alles, was Sie dafür benötigen, steht hier in der Zutatenliste, wobei einige Zutaten nur in türkischen Läden erhältlich sind. Schneiden Sie zunächst die 10 Teigblätter der Länge nach in der Mitte durch. Nun stehen Ihnen 20 spitze Dreiecke zur Verfügung. Anschließend zerkleinern Sie den halben Bund deutsche Petersilie und fügen den Feta-Käse hinzu, welcher auch bei griechischen Rezepten Anwendung findet. Beide Zutaten werden nun zu einem Teig geknetet und dienen als Füllung. Dazu formen Sie walnussgroße Stückchen und geben diese nun auf die Breitseite der Blätter. Damit der Teig des Rezepts besser in den Blättern haften bleibt, sollten diese leicht mit Wasser befeuchtet werden. Nun rollen Sie mit einem leichten Druck die Füllung zur Spitze hin auf. Anschließend geben Sie reichlich Öl in eine Pfanne und frittieren die Teigröllchen ca. 7 bis 8 Minuten, so dass Sie eine goldbraune Farbe erhalten. Ebenso wie deutsche Schnitzel goldbraun werden. Genießen Sie die leckeren Zigarrenkäse-Börek. Nun sind alle drei Gerichte fertig. Deutsch, Türkisch und Griechisch. So schön können Sie es anrichten. Bon Appetit!